So, ein kleines abendliches Update zur Buch Berlin. Ich war nämlich da auf einer Messe mit unheimlich vielen Ständen und einem riesen Plan. Und das war meine erste Messe überhaupt. Es ist jetzt keine sonderlich große Messe im Vergleich jetzt zur Leipziger Buchmesse. Und diese Buchmesse bestand aus zwei Hallen und ein paar Lesungsräumen. Und da dachte ich mir, ach, gehst du erstmal zu einer kleinen Buchmesse, da kannst du dich erstmal ein bisschen einfinden. Ja, Bullshit, ich war total überfordert. ich habe persönlich so ein bisschen Probleme mit Menschenmassen, deswegen taste ich mich da immer so ein bisschen ran. Und ich bin da bestimmt 20 Mal im Kreis gelaufen wie ein aufgestochenes Huhn. Weil ich auch, also ich finde es auch unangenehm, alleine zu einem Stand zu gehen und dann quatschen zu müssen. Ich will nicht quatschen. Ich bin aber zu zwei Ständen dann doch gegangen und habe mir ein Buch gekauft. Und zwar einmal zu einem, den ich schon aus dem Internet kannte, also zu einem Verlag. Das ist Ohne Ohren. Da habe ich mir die Saat gekauft. Da war ich mir immer nicht so sicher, ob ich das wirklich lesen möchte. Aber der Klappentext war dann doch ganz gut. Kostet auch nur ein Apfel und ein Ei, ne? Ich lese mal zitatweise vor. Was nach einer wilden Kombination klingt, ist in Wahrheit die Bandbreite an Gefühlen, die der Eierbaum im Garten einer kleinen Familie auslöst. Das Gewächshaus bringt das Leben dieser Familie, bestehend aus den Eltern, zwei Kindern, durcheinander. Oder war es doch vielleicht schon zuvor durcheinander? Genau. Also ich mag jetzt zum Zeitschema Garten auch. Ihr habt ja auch auf meinem Kanal viel Garten gesehen. Deswegen dachte ich, jetzt könnte ich auch mal Familiengeschichte lesen. Ist auch nicht so viel. Das andere, da war auch die Autorin da. Das habe ich mir sogar signieren lassen. Das ist Im Nebel. Von, wie heißt die nochmal? Selma J. Spiewig. Und die hat mir oben so eine kleine Signatur reingetan. Und da sind drei Kurzgeschichten drin. Und drei? Ich glaube mehr sogar. Mehr als drei. Zum Beispiel eine wäre, ein Spaziergänger verliert die Erinnerung an seinen Tod. Klingt mysteriös, fand ich gut. Ein Mörder begegnet seinem Opfer und droht ihn in den Tod zu folgen. Also, diese zwei kleinen Heftchen. Und eins habe ich mir gerade noch bestellt an einem Verlag, Stand, an dem ich anscheinend nicht war. Ich habe auch eine Orientierung wie eine Maus. Ne? Ich bin da im Kreis gelaufen und ständig an der einen Tür wieder rausgekommen und mir gedacht, wie bist du hierher gekommen schon wieder? Was ist mit diesem, wie bist du durch diese Bücherstände durchgeworbt und schon wieder da gelandet, wo du angefangen hast? Das ist eine ganz, ganz seltsam. Ganz seltsame Begebenheit. Sonst war es gut organisiert. Eine halbe Stunde vorher standen Leute schon Schlange. Ich habe mich dann einfach mit angestellt, war relativ früh da, wegen Zugverkehr. Und bunt gemischt. Also viel Fantasy, tatsächlich viel Fantasy. Aber auch Krimis, Indianer, Belletristik, Lyrik. So Stände wie Buchtaschen, Schmuck war auch ein bisschen da. Es gab sogar eine Massagestation. Also ich lasse mich garantiert nicht auf der Buchmesse massieren, weil dann kann ich keine Bücher mehr tragen hinterher, wenn die mir die Schultern so zerdrückt haben. Es gab viele Lesungen. Ich habe mir eine Lesung von Berliner Autoren angehört. Davon hat die erste, die gelesen hat, war sehr, sehr laienhaft. Und der zweite, der gelesen hat, der war schon recht professionell. Da ging es um, der zweite hat eine Geschichte gelesen über, Leute, die zum Fahrstuhl stecken bleiben in Berlin und die aus allen so verschiedenen Milieus kommen und dann aufeinander anfangen einzureden. Und das war von den Berlin Autors eine Anthologie, von dem der Erlös gespendet wird. Genau, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß. Ich habe sie mir auch nicht geholt, weil, ja, anhören kann ich mir was dazu. Aber ich habe schon meine eigene Laiengruppe. Ich muss mich jetzt auch nicht noch mit 20 anderen beschäftigen. Genau. Und dann bin ich relativ früh wieder los, eine Stunde früher, als ich eigentlich auch wollte.
einfach, weil mich das emotional so aufgeregt hat, dass ich das nicht geschafft habe, mich da mit Leuten zu unterhalten und irgendwie normaler Mensch zu sein. Obwohl da ja auch viele verrückte Menschen rumgelaufen sind in Mittelalterkleidung oder in Zylinder oder in Star Trek Sachen. Also es gab wirklich alles. Und an sich ist das, glaube ich, eine schöne Messe, eine schöne kleine Messe. Tatsächlich. Aber ich glaube, für mich sind Buchmessen nichts. Mich macht das zu nervös. Zu viele Leute, ich muss ständig ausweichen. Ich werde gezwungen, mit fremden Menschen zu sprechen. Ja, und die wollen ja auch mit einem sprechen, weil die wollen ja auch was verkaufen, ne? Ich bräuchte, also ich glaube, gefallen würde es mir, wenn eine große Traube Menschen um mich drum wäre, die Standleute ablenken, damit ich die ganzen Klappentexte lesen kann. Aber so, ich war richtig aufgewühlt hinterher. Tatsächlich. Einfach, weil das nicht, das, ich bin zu sehr Einzelgänger für sowas. Und ich finde es schade, weil ich ja Bücher mag, ne? Aber ich habe es probiert und es ist nichts für mich. Und ich weiß nicht, ich glaube, also alleine gehe ich auf jeden Fall nicht nochmal. Vielleicht, wenn jemand mitkommen würde. Aber da ist die Auswahl ja auch begrenzt, ne? Aber sonst war es ganz schön. Und ich habe niemanden gefunden, den ich kenne. Obwohl ich wusste, dass ein paar Leute da waren, die ich kenne. Also, ich scheine mich in mir selbst verirrt zu haben, während ich da war. Wenigstens kam ich zu den beiden hier. Und eins, was ich noch bestellt habe. Und ein Heft, was ich noch gut finde, mir aber irgendwann mal kaufen werde. Weil der Typ war auch echt komisch. Genau. Das war meine Buchmesse und mein emotionales Erleben dazu. Und vielleicht kennt ihr ja eins von den beiden und schreibt mir das unten rein. Und wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr ja mal nachgucken. Und euch die Verlage auch mal ein bisschen angucken. Es gibt unheimlich viele schöne Kleinstverlage im Berliner Raum und auch darüber hinaus, die Fantasy anbieten. Und da kann man immer sehr, sehr gut nach Neuerscheinungen gucken. Und das sind dann tatsächlich auch manchmal Bücher, die man dann wirklich nicht mehr kriegt danach. Weil das einfach eine kleine Auflage ist, die aber grandios ist. Also es gibt so viele grandiose kleine Bücher. Naja, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.